Okay, warte, was muss ich machen für Forgotten? Was muss ich machen für Forgotten? Ich muss die erste Ebene unter einer Minute machen. Und was passiert dann? Unter einer Minute den ersten Boss killen, das weiß ich. Und was dann? Dann bekomme ich eine Broken Schaufel oder sowas. Denn wir können auf normal spielen, natürlich. Mit der Schaufel Boss Rush. Unter einer Minute Floor One Boss killen, Bombe im Startraum zu Boss Rush in Dark. Okay, also erstmal unter einer Minute. Okay, fangen wir damit an. Versuchen wir das. Versuchen wir unter einer Minute den ersten Boss zu machen. Warum nehme ich das alte? Wir können hier kurz reinschauen. Triple Shot! Ich meine, das könnte die Situation ungemein erleichtern. Gleichzeitig macht es mich ein bisschen langsamer, aber sollte es wert sein. Schon, geh doch weg. Oh nein, nicht du. Okay, was jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Das ging alles so plötzlich. Was muss ich machen? Ab jetzt ist nur noch Boss Rush relevant, richtig? In den Startraum. Okay. In den Startraum. Ich habe aber keine Bombe. Ich habe eine Bombe. Gute Neuigkeiten. Okay. In den Startraum. Startraum ist hier. Und hier in der Mitte eine Bombe legen. In der Mitte vom Startraum zünden. Dankeschön, Mom, für die zerbrochene Schaufel. Was hat die Broken Shovel für einen Effekt? Ich gehe gleich weiter. Wir müssen den Boss Rush erwischen, deswegen ich will mich ein bisschen beeilen. Oh Gott, jetzt wäre ich die ganze Zeit von Mom getreten. Den Effekt wirst du merken. Okay. Also immer schön in Bewegung bleiben, würde ich dir sagen. Okay. Immer schön in Bewegung bleiben, wie mir scheint. Ich hätte den Cursed Room mitnehmen können, aber was soll's. Dann würde ich sagen, das pausiert Moms Fußballbenutzung. Okay. Bloody Lust, ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich hätte nur gerne noch irgendwas, das meine Feuerrate etwas erhöht. Oh, wenn sie erstmal losstampft, dann hört sie auch nicht mehr auf zu stampfen. Unangenehm, aber okay. Oh, eine Bombe hätte ich gerne. Los geht's! Boss Rush hat kein Time Limit mit der Schaufel, denke ich. Das ist egal. Wir werden das Time Limit mitnehmen, das kann ich euch versprechen. Schön, keine Karte mehr für mich. Ich denke, ich mache mir da nicht zu viele Sorgen um das Zeitlimit aktuell. Vor allem nicht mit Triple Shot als der Start-Item. Wisst ihr was? Ich habe keine Lust gerade. So. Ich bekomme auch super viele Soul-Arts aus irgendwelchen Gründen. Ah, das kann ich nicht mitnehmen. Befürchte ich. Der Fuß sollte auch den Gegnern schaden, nehme ich an. Ah, Gott. Okay, der Fuß ist ein bisschen... Wie soll man das eigentlich mit dem anderen Charakter als Azazel machen? Glaubt ihr, es gibt jemanden, der Forgotten mit The Lost freigeschaltet hat? Ich mag nämlich den Gedanken daran, dass es so jemanden gibt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Denn es wirkt doch etwas kompliziert. Ich würde fast sagen, schwierig. Oh mein Gott, mein Damage ist halt einfach so hoch.
ich halbwegs Leben beibehalten kann, sollte das alles kein Problem werden. Das Problem ist, dass ich dafür halbwegs Leben beibehalten muss. Schau ich an, wie schnell ich unterwegs bin. War ich gerade im Goldraum? Ich habe keine Ahnung mehr. Vielleicht wäre es sogar besser, in keinen Goldraum zu gehen. Denn dann haben wir eine bessere Planetarium-Chance. Stars? Oh Gott, nein, 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 nein. Wie wäre es, wenn wir dieses Item einfach nicht mitnehmen? Okay, und wie wäre es, wenn ich einfach aufhören würde die ganze Zeit? Okay, ich glaube, ich würde sterben. Komm schon! Das ist nicht gut gerade. Ich würde das gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich brauche dafür aber noch ein bisschen Bargeld. Okay. Wenn ich jetzt eine gute Tarotkarte finde, dann wäre das ziemlich gut. Oh, fuck. Okay, okay. Ich glaube, der Run ist gelaufen. Es war ein starker Run, aber ja, das wird so nichts. Es war ein starker Run, aber... Das ist ein Fehler, oder? Ja. Da haben wir noch um Ceremonial Robes. Erhöht leichter mein Leben gerade auch schon ungemein. Vor allem leicht mein Brimstone jetzt schneller auf. Wir werden sehen, ob explosiv und Fehler war. Irgendwann. Schauen. Ich muss den Boss besiegen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Au. Okay. Und wir bekommen sogar ein rotes Herz. Range Up. Range Up ist hervorragend. iPhone Pills. So. Die sollen eigentlich versuchen, vielleicht nicht ganz so schnell unterwegs zu sein. Vielleicht ein bisschen mehr casual. Okay, los geht's. Ich stehe auf jeden Fall lebenstechnisch sehr viel besser da als vorhin. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Magnetizing Tears. Ist das eine Sache, die ich will? Das ist eher ziemlich schlecht. Oh Gott, warum macht das immer ein ganzes Herz Schaden? Wir haben soweit schon mal einen Schlüssel. Wenn ich irgendwas bekomme, womit ich meine Herzen regenerieren kann, wäre das echt gut. Nein, warte, wäre es nicht. Ich kann es nicht mitnehmen. Ich kann nichts davon mitnehmen. Warte, kann ich jetzt eigentlich... Weißt du was? Nein, wir machen einfach so weiter. Das ist ein schwarzes Herz im Moment. Yara. Yara. Das habe ich nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, kann ich die Ebene auch machen, ohne das Teil mitzunehmen? Wahrscheinlich, aber... Weiß nicht, ob ich das wirklich nötig habe, ehrlich gesagt. Au. Oh mein Gott, yes! Oh mein Gott, wir haben großes, großes Itemglück aktuell. Ist euch das bewusst? Ich kann nicht sagen, dass es mir bewusst ist. Kein Devil Deal für mich, bitte. Kein Devil Deal für mich. Und wir haben nochmal die Feuerrate erhöht.
Schau ich die Feuerrate an, das ist hervorragend. Oh, danke schön. So, stampft. Oh, yes! Okay. Sie stampft immer zweimal. So wie ich das gerade gesehen habe. Immer in einem Intervall von zweimal immer stampf, stampf. Stampf, stampf, ja. Yeah. Okay. Stampf. Stampf, stampf. Okay, gut. Das heißt, es ist nicht komplett random. Vorher dachte ich nämlich, dass es einfach komplett random wäre. Da ist der zweite... Wo ist der zweite Stampf? Manchmal aber auch nur einmal. Hm. Ja, ich habe keine Ahnung. Spawn. Okay. Na, ich will den Goldraum mitnehmen. Gibt eigentlich keinen Grund, den Goldraum zu skippen. Und ja, wahrscheinlich sollte ich hin und wieder versuchen, dass ich mein Spacebar-Item einsetze. Diesem Einwand stimme ich zu. Ich weiß nicht, ob ihn jemand gebracht hat, aber ich stimme ihm zu. Ah, Gott! Guppy's Collar. Drowsy. Speeddown ist, mit einer der schlechtesten Sachen, die wir hier bekommen könnten. Das ist mit einer der besten Sachen tatsächlich. Ich hasse es, dass das Stampf immer direkt ein ganzes Herz... Oh, das ist so gut. Oh Gott, wir haben so gute Items bekommen. Oh. Eine Steintruhe. Sun. Mir gefällt das Ganze. Ich wurde schon wieder getroffen. Oh Gott, ich bin tot. Ich glaube, ich bin so gut wie tot. Ich weiß nicht, wie ich am besten ausweichen soll. Wir müssen in den Shop gehen. Ich sollte nicht mehr viele Leben übrig haben an dem Punkt. Ich weiß auch nicht. Ich hätte gehofft, dass die einen Soul Art oder so haben. Ah, fuck. In meinem Kreislauf niemals den gleichen Weg zurück. Ja. Ah, fuck. Ich habe so wenig Herzen. Niemals den gleichen Weg zurücklaufen ist halt schwer in die Tat umzusetzen, aber ich werde es versuchen. Oh, yes. Oh, yes. Das war gut, das war gut, das war gut. Nein! Oh Gott, nicht den gleichen Weg zurücklaufen. So, also ich werde mal mein Spacebar-Item hier einsetzen. Ist das eigentlich dann für den ganzen Raum, dass ich nicht mehr zerstampft werde, oder... Shit! Oder kommen die dann irgendwann, kommen die mit der Zeit wieder? Für den ganzen Raum? Okay. Weißt du was? Wir machen das mal eben. Ich habe nicht keine Lust. Oh, wir haben Planetarium bekommen. Wir haben Planetarium. Nicht den gleichen Weg zurück. Ich bin gerade den gleichen Weg zurück. Gott! Nein! Oh mein Gott, nein.
Das war einfach nur Glück. Fuck! Ich nehme so dummen Schaden überall. Oh mein Gott. Das größte Problem ist aktuell, ich habe es komplett verdient zu verlieren. Ich habe so viel so dummen Schaden genommen. Ich habe es halt absolut verdient. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ah, fuck. Okay, ich hab's hier mal eingesetzt. Tinted Rock im langen Raum? Okay. Ich bekomme gerade auch so viel mehr Herz und sowas, als ich bekommen sollte. Stars. Okay. Das heißt, wir können noch den Cursed Room mitnehmen. Treasure Map. Nicht ganz, was ich gesucht habe, aber okay. So. Dann bin ich doch wieder frisch gestärkt, um mir das Ganze anzuschauen. Ein Soul Heart. Soweit so gut. Soweit so gut. Wir haben gar keinen Cursed Room auf dieser Ebene, aber... Die Stars-Karte kann ich für was Besseres verwenden. Und zwar für den Challenge Room. Stars kann einen in den Raum bringen. Interessant. Ich habe direkt beschlossen, dass da nichts in dem Ausmaß Hilfreiches ist, dass es mir das wert ist dafür. Dingens. Oh Gott. Dafür zu riskieren, Schaden zu nehmen. Ah, fuck. Kann ich auch irgendwann mal wieder was Gutes bekommen? Moment, aber von... Was ist das? Nein, das ist Schoolbag. Fuck! Anfangs dachte ich, so wild kann es doch gar nicht sein. Inzwischen muss ich sagen, oh Gott, ist doch so viel übler, als ich jemals gedacht hätte. Oh, fuck. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ich meine, die Pfeile ist ein gutes Trinket. Ich weiß nicht, wie dieser Run noch gut gehen soll. Okay. Muss ich eigentlich nur den Bossrush machen oder noch irgendwas sehr gezielt danach? Dann wiederum, ich weiß nicht, wie ich den Bossrush schaffen soll aktuell. Ist auch ein bisschen kritisch, glaube ich. Komm ich spawnen? Nein. Und auch kein HP ab. Fuck. Los geht's. Nur den Boss Rush und dann Dark Room. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich Boss Rush schaffen werde. Ehrlich gesagt. Gott! Gratis Cursed Room, gratis Cursed Room. Komm schon! Nein! Yes! Nein! Warte, nein, das ist fantastisch. Warte. Das heißt, ich kann wiedergeboren werden. Oh mein Gott.
Und ich kann ein zweites Spacebar-Item mit mir rumtragen. Oh mein Gott. Ich glaube, der Run lebt wieder. Irgendwie. Irgendwie scheint der Run zurückgebounced zu sein. Und ja, ich weiß, dass das das zweite Guppy-Item ist fürs Protokoll. Wenn ich ein drittes bekommen könnte, wäre das natürlich hervorragend, aber... Kann ich die Füße im Boss-Rush dann eigentlich ausmachen? Oder muss ich den im Boss-Rush die ganze Zeit neben mir haben? Wenn ich den Boss-Rush deaktivieren kann, wäre das echt gut. Ja, aber nur für eine Weile. Oh Gott. Gut Ding will Weile haben, oder? Ne. Great. Geh mir nicht auf die Nerven, bitte. Niemand will deine Scheiße hören. Oh mein Gott, ich sag's euch, Lazarus Rex nimmt mir sehr viel Druck von meinen Schultern. Wenn ich was zum Warpen finde, nehmen wir auf jeden Fall noch den Boss-Challenge-Room mit. Aber dafür muss ich erst was zum Warpen finden. Da ist was zum Warpen. So ein Zufall aber auch. Okay. Nicht ganz, worauf ich gehofft habe, aber okay. Gut genug. Ich hätte auf einen HP abgehofft, wenn ich mal ehrlich sein soll. Mit Lazarus verlierst du einen Brimstone. Ja, aber ich habe trotzdem gute Feuerrate und guten Damage. Und Lazarus hat noch einen 20% Damage-Multiplikator. Wenn mich nicht alles täuscht. Also der Lazarus Rex Lazarus. Nicht die reguläre, logischerweise. Oh, hervorragend. Rocket in a Jar. Nicht ganz, wonach ich gesucht habe, aber okay. Akzeptiere ich dennoch. Gott, die werden jetzt so viele Gegner spawnen. Yes. Magician? Ist okay. Los geht's. Ihr meint, das Item bringt den Boss Rush, wobei es wird den Boss Rush sowieso aufgeladen. Das heißt, ich denke, es hier einzusetzen ist eine gute Entscheidung gewesen. Oh ja, kann sie jetzt auch selber nicht stampfen? Oder bilde ich mir jetzt gerade ein? Nein, sie kann stampfen. Sie stampft nur wirklich selten. So, jetzt wäre es echt wichtig, nicht getroffen zu werden. Damit wir mit möglichst vielen Leben direkt zum Boss gehen können. Okay. Okay. Cool. Cool. Kein Angel Heal für mich. Fuck. Wie steht jetzt zu Almond Milk? Keine gute Entscheidung mit Mini Brimstone, oder? Naja, ich glaube auch nicht. Dafür habe ich zu wenig, Range. Mit Brimstone nicht gut. Mit Magician vielleicht gut. Ja, ich muss ja mehr als nur in einen Raum machen. Die sind alle nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich schätze, wir nehmen Infestation. Oh, wir starten direkt mit der
Wir starten mit Doppelpiep. Ist ja Boss Rush einfach nur. Oh nein, Moment, es ist Piep und er. Okay. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das aktuell hinbekomme, ehrlich gesagt. Es ist so viel Scheiße hier auf unterwegs. Oh mein Gott, einer von denen hat ein Herz gespawnt. Und ein halbes Soul Heart. Das nenne ich Service. Bringt das was, wenn ich die Schaufel einsetze hier? Habe ich schon den Punkt erreicht, wo die Schaufel was bringt? Oh mein Gott, das sind... Nein, nein, den Punkt habe ich nicht erreicht. Okay, alles gut. Oh, da sind so viele Herzen. Ich muss sie nur rechtzeitig erreichen. Es kann nicht viel passieren. Irgendwann wird die Schaufel was machen. Eines schönen Tages. Halbes Herz. Kann sein, dass die Füße einfach nur für kurze Zeit dann verschwinden immer. Ja, sie scheinen immer nur für kurze Zeit zu verschwinden, nicht generell. Geh mal weg. Mein Damage ist soweit aber wirklich in Ordnung, muss ich sagen. Okay, sie verschwinden also nur für eine Welle, wenn man das Teil einsetzt. Warum droppen die so viele Herzen aktuell? Ist das, weil es so ein Champion-Boss-Rush ist? Droppen die dann immer so viele Herzen, denn... Mein Gott. Wenn ich Dark Bomb hätte, dann wäre das ein Fest hier. Au. Oh, fuck. Fuck! Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe Damage von 10. Das ist soweit ziemlich okay. Na, warum habe ich es jetzt gerade eingesetzt? Aber potenziell haben wir ein Problem. Will ich einfach mal generell sagen. Mein Explosivo funktioniert wieder. Das ist auch schon mal ganz nett. Und ich habe gerade super viele Soul Hearts bekommen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Es gab bestimmt irgendwelche Gründe dafür. Ich weiß ja nicht, welche es sind und es ist mir auch egal. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir Lazarus Rex bekommen haben. Das kann ich euch versprechen. Sonst wäre das alles nicht gut gelaufen. Hätte der nicht Soul Hearts droppen sollen? Doch, hätte er. Fucking Engel. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber wir sind fertig. Aber wir bekommen das andere Teil für die Broken Shovel. Oh nein, okay, das muss ich dann im Darkroom verwenden. Schau euch all die Herzen an. Ich wünschte, ich hätte Dark Bomb oder sowas. Mein Gott. Puh. Dass ich Schaufel nicht benutzt. Ich hab halt. Die Gegner sind sowieso so schnell gestorben, soweit. Werde ich jetzt noch verfolgt oder nicht mehr? Ich bin nämlich so. Oh. Das könnte. Warte, das könnte gut sein, ehrlich gesagt. Kein Stampfen bisher.
Oh mein Gott, sie sind weg, oder? Ich werde die Schaufel einsetzen, sobald sie aufgeladen ist. Keine Sorge. Okay, und wir haben die Bosse gefunden. Wo würde ich rauskommen, wenn ich... Oh, ich könnte direkt die Ebene hier skippen. Okay. Ich glaube, ich hätte aber gerne noch ein paar Items, ehrlich gesagt. Weil bin ich aktuell so relativ stark, also... Ist nicht welchen Grund, die Bosse auszulassen. Kommt man von Mams harten Item? Ich bin da gerade unsicher. Fliegen können wäre ganz hilfreich. Nein, aber Angel, Devil slash Angel Deal. Ja, yeah, das ist ein guter Punkt. Können wir bitte aufhören, die Bomben zu bekommen? Dankeschön. So, mit Shielded Tears sollte das auch relativ entspannt. Oh, Shielded und Magnetic Tears. Das macht die Sache interessant. Wer ist gesehen? Oh mein Gott, yes. Okay. Wir gehen hier rein. Wir werden nicht Hasch machen. warte, wo muss ich Schaufel einsetzen? Im Darkroom, oder? Noch nicht in Shul. Im Darkroom? Okay. Ich frage mich, ob ich von hier aus zum Darkroom rübergehen könnte. Ich muss sagen, diese Item, welches Gegner er magnetisch macht, ist relativ interessant. Ich wünsche, ich hätte ein paar mehr Leben. Nein, Schaufel macht nichts hier. Oh Gott, nicht ihr. Nicht hier, nicht hier, nicht hier! Ich habe gar keine Spectral Tears, fällt mir gerade auf. Das ist auch ein bisschen stressig. Wehr meine Explosivus nicht ab. Das ist super unhöflich von dir. Okay. Ich würde sagen, bisher schlage ich mich ganz okay. Auf dieser Ebene. Darf ich dich was fragen? Das war die eine Frage und die Antwort ist nein. So. Oh Gott, ganz vorsichtig. Ich habe Schädeltiers. Warum mache ich mir so viel Sorgen? Vor allem die Explosivo-Shielded-Tiers sind super interessant. Weil die Gegner dann gar keine Projektile von sich geben kann. Warum habe ich im Boss Rush Guppies Power eingesetzt? Weil ich nur noch ein rotes Herz hatte. Und wenn man... Ach, das war sagenhaft scheiße gerade. Wenn man einen schlechten Gegner erwischt, nimmt man direkt... Beziehungsweise die Gegner waren Champions, wenn ich dann den Gegner blöd reinfliege oder von einem falschen Angriff erwischt werde. Aber das Fall, warum ich es nicht eingesetzt habe, aber ich habe es eingesetzt. Ich wollte gerade erklären, warum ich es eingesetzt habe. Okay, das war ein Desaster. Shit. Oh, fuck, ich weiß nicht, ob ich Satan schaffen werde. Ich brauche nicht weitergehen. Ich werde hier nichts finden, was mir noch weiterhilft. Oh mein Gott. Oh ja, ich hätte den Secret Room suchen sollen. Gut. Oh mein Gott, ich habe hier so ein Item, das mich aufhält, wenn ich noch ein halbes Herz habe. Hast du gerade gesehen? Wie es mich gerettet hat? Ich hab's gesehen. Okay, das wird eine entspannte Phase soweit.
Außer er macht... Außer er fliegt zu nah an mich rüber. Was er bitte nicht machen sollte. Das Protokoll. Okay. Explosive Fliegen im Auge behalten. Denn die werden spawnen. Wenn sie spawnen, werden sie ein Problem darstellen. Seht ihr? Einer hat mich getroffen. Einer hat mich getroffen. Secret Room. Egal. Komm schon, gib mir 9 Lives! Muss ich die Schaufel hier einsetzen? Nein. Ich muss die Schaufel hier woanders einsetzen. Auf einem Erdhaufen. Da unten ist nicht der Erdhaufen, nehme ich an. Ich habe wieder verloren. Und jetzt bin ich tot. Oh Gott. Wir waren doch schon fertig. Wie auch immer. Genug Isaac für heute. Genug Isaac für heute.